Hier steht ja jetzt vor der Frage, was für ein Bike ihr euch kaufen wollt. Sowas ist optimal für die Stadt. Du hast hinten 10 Gänge, du bist schneller als mit dem Elektrofahrrad. Vorne der Federweg, du kannst einfach über die Bordsteine rüberfahren, es passiert gar nichts. Und Downhill würde ich damit nicht fahren, also da geht's kaputt. So, das musst du jetzt sagen. Ja, servus, ich bin Bike-Bürscher Blodderhäus. Wir bauen heute einen Dämpfer ein. Heute tun wir ein bisschen das Thema Dämpfer behandeln. Heute beschäftigen wir uns mal mit einer Kettenführung. Heute kommen wir mal zur Gabel. Heute machen wir weiter mit dem Vorbau. Ach, es filmt schon? Ja. Ja, sowas. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus. Servus, meine lieben YouTuber. Unser großes Filmprojekt im Sommer. Dennis, der Vlogger. Warte, mach hin, schnell da und stell ein. Bitte. Grün ist. Okay, jetzt warten wir bis rot ist und dann Alter, wie schnell springt die auf rot? Die ist ja grün und gleich wieder hoch. Filmst du? Ja. Hallo. Ich weiß es nicht, was der da macht. Hast du irgendeinen Schlag oder so? Aber was haben wir jetzt gerade geschafft? Nichts. Live the Ball heute bei Biking draußen. Thilo Egert, ein alter Opa, die Klingel verloren. Und geh weg! Vollgas. Der Opa war zu schnell für Thilo. Hier ist gerade so ein etwas älterer Herr vorbeigerast. Genau! Hier hat es einen riesen Kling gemacht und die Klingel war weg. Und der Thilo natürlich hilfsbereit wie immer, und schnappt sich die Klingel und zack, runter. So, Herr Thilo, herzlich willkommen. Ich war definitiv gestanden. Sie haben ihre Klingel verloren. Schaut mich so an. Schaut weiter. Hören Sie mich? Schaut mich wieder an, fährt weiter. Der hat die nicht genommen. Zeig mal die Klingel, wo ist sie? Unten. Oh. Vielleicht hat er kein Gehör mehr oder so. Leute, im Bikepark Ochsenkopf. Wir haben 1000 Abonnenten. Die Freude hält sich in Grenzen. Haben wir gleich heute Bike-Bürscher-Blotter auf dem Trail. Wie demontiere ich eine Kette? Du hast mir das feststellen, lass mich da mal durch. Dennis hat wieder volle Arbeit geleistet. Ja. Der Puls ist der irgendwas mit Sims hier auch. Ich glaube, es heißt Possession nicht. Und zwar kommt der Bastian runter. Oh, das ist geil! Die Kurve, verdammt! Thilo, du bist hässlich. Ja. Gut. Kannst du bitte dein Fahrrad pfleglicher behandeln, Basti? Wenn nicht, kann er sein kann nicht aufladen. Komm, mach mir. Alter, was ist denn jetzt los? Wo ist der Grill? Da unten. Shit. Bei uns Konzentration. Jetzt warst du schnell. So, das reicht. Hey, ich dachte, er ist gebrochen. Du hast mich verarscht. Magst du mir das Nutella für Arme geben? Oh, es ist kalt. Halleluja. Steinhart. Doch, die Marmelade drauf. Es ist kalt, ich zitter schon voll. Die Marmelade. Da ist das Fahrwerk heute gleich mal steifer. Da ist also das Fett richtig hart in den Laden. Ja, wärst du bitte auch so dumm und du jetzt noch kämpfen. Genius. Du filmst doch noch nicht, oder? Doch. Wie diese Bestie im Hintergrund immer fällt. Wir könnten es auch einfach in die Sonne hocken, vielleicht wird es dann wärmer. Wir frieren lieber im Schatten. Ja. Oh shit, Alter. Schnell. Einfach Bunny hoppen. Ist voll krass, wenn du hochfährst auf einmal.
Das ist der Basti. Das ist heute der hinter den Kulissen Filmer. Die Sophie, die Yoga-Trainerin. Ja, genau, die macht Yoga-Training. Der da hat keine Hobbys. Der läuft die ganze Zeit mit so einem blöden Stativ rum. Da ist der Tilo, der rennt die ganze Zeit vor der Kamera weg. Ja. Wollen wir Sonnenstuhl aufklappen? Brauchst du noch einen Tee? Ja, wie endet denn unser Film? Einfach Spaß. Ja, wir sind doch dann im Krankenhaus erstmal. Oder? Ja, dann können wir mal ein Best-of. Da kommt uns mal so ein kurzes Best-of. Also wir nehmen nicht alle Szenen gleich. Es kommt nur noch zum Schluss so ein kurzes Ding, irgendwie 3 Wochen später oder so. Der ist doch cool. Immer. Ja. Ach, filmst du? Da kann man es auch anstellen. Das darfst du nicht sagen. Tja, Dennis. Wenn wir uns das mal genauer angucken, ist es wirklich eine gute Kamera. Und hier kommt das Team Biking is Awesome. Servus. Bastian und Sophie. Partystimmung hier. Ja. Und das ist Daron, unser übertriebene Fotograf. Ja. Ich krieg sonst einen Anfall. Ich bin kein Chef. Ich bin der Drehführer. Wolke ist immer noch da. Ihr könnt hier alle wie so ein Hamster rumlaufen. Jetzt bist du voll im Bild. Jetzt sieht man deine Zeit ab. Was macht denn das wirklich hier hoch? Nix. Wir chillen ja hier in unser Leben. Jetzt fahren wir ohne Fahrer durch. Okay. Und das dann alles mit Fahrrad wahrscheinlich? Jetzt noch mit Fahrrad. Was habe ich gesagt? Wahrscheinlich fährt er dann über einen Anleger drüber und ich stehe dann hier und werde da runtergezogen. Bin ich hier im Weg? Ja, komplett. Oh. Nein, das war ein Witz. Sie sehen schon, die Spaßquote ist schon sehr hoch gestiegen. Da kommt er. Da sehen Sie Dennis seinen Einsatz. Basti, sorry, aber ich habe kein Bild gemacht. Muss nochmal hoch. Wir sind hier im Bike Workshop, oder? Der Tilo kommt spachtelt ordentlich ein. Das Ding zerlegt es gleich. Das Ding zerfetzt gleich in alle Teile. Das Ding, Alter, ist so scheiße. Eigentlich können wir es wegwerfen. Da hinten ist so ein blödes rose Beefcake. Das ist auch der größte Scheiß. Würde ich eigentlich alles weghauen. Hä? Und den liegt er da. Herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Bike Workshop, Lodder. Wir haben heute einen Gast im Bike Fashion Lodder. Ein Gast. Sagt hallo zu Tilo. Dieses Rohr wird jetzt mit Gummi umhüllt, damit es geschützt ist. Guckt euch diesen Bizeps an. Guckt euch diesen Bizeps an. Das ist der Preis mit dir. Guckt euch diesen Bizeps an. Schaut euch mal das Face an. Er ist kaum überfordert. Aber er hat unser Bike nicht aus dem Stern. Und tu es dazu, wenn du ganz normal bist oder weit bist und wirklich, wenn die Kamera laufen. Die Kamera gibt es nicht. Wie dumm sind wir eigentlich? Wenn es wieder zu Ende ist, da machen wir dann einen Cut, dann kommt die Szene, ja, wo dann du hier so hoch gehst. Okay. Am geilsten ist es hier so noch von unten und dann den Teil von den Schaden. Die Randaline, wo bin ich meine Dame? Ja, du bist der Schlimmste. Ja, ja.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.